In einem meiner letzten Videos habe ich den NZB Monkey vorgestellt, der in der Lage war, mit NZB Links umzugehen. Jetzt hat mir ein Nutzer in den Kommentaren den NZB Donkey empfohlen und den schaue ich mir jetzt hier natürlich auch an. Wichtig ist für die Installation, falls ihr das hier nachvollziehen wollt, bitte, bitte, bitte nutzt den Link, der in der Videobeschreibung ist, weil ich hier noch die Version 0.6.2 bekomme und hier unten steht auch schon warum. Die funktioniert mit allen Domains. Die neueren Versionen 0.6.4, 0.6.3, die gibt's schon, aber die funktionieren nicht mit Usenet for All. Ich bin jetzt hier in Firefox und da brauche ich die XPI-Datei. Da klicke ich einfach drauf und erlaube hier Installation von GitHub und bestätige das hier nochmal mit Add. Jetzt komme ich hier direkt in die Einstellungen und ich habe eher schlechte Erfahrungen gemacht, das jetzt hier direkt zu konfigurieren. Deshalb gehe ich hier einfach mal raus, mache jetzt zwei Sachen, gehe in die Add-ons, gehe hier auf More bei dem Add-on und deaktiviere die Updates, sonst habe ich dann ein Problem, wenn er dann auf die höheren Versionen geht. Und das nächste, was ich mache, ich starte den Firefox einmal neu. So, der Firefox ist jetzt neu gestartet und als erstes logge ich mich mal in meinen premiumize.me-Account ein. So, ich bin jetzt hier in meinem Account, weil wir brauchen gleich hier diese Customer-ID und den API-Key. So, dazu gehe ich dann, ich kann den jetzt schon mal kopieren, die Customer-ID, und ich gehe jetzt schon mal hier unter Add-ons auf Options beim NZB Donkey. Hier stelle ich ein Set to Premiumize Downloader und hier gehe ich jetzt auf Premiumize ME. Genau, hier gebe ich die Customer-ID ein. Und hier den API-Key kopiere ich mir hier auch raus. Vorsicht, dass ihr da keine Leerzeichen mitkopiert. Die PIN ist das hier. Und jetzt kann ich sagen Test Connection. Hier sagt er jetzt Successful. Das war jetzt der Grund für den Neustart. Da hat er irgendwie ein Problem, wenn man nicht neu startet. So, jetzt ist alles soweit bereit, dass wir anfangen können. Und ich wechsle jetzt mal in das Forum Usenet for All und lade da einen Film runter. Wie versprochen bin ich jetzt auf der Website. So, und was muss ich hier normalerweise machen? Naja, mit dem Header muss ich die Datei suchen, die muss ich dann in meinen Usenet-Downloader schmeißen oder halt in Premiumize und muss dann hier noch das Passwort mitgeben. Und diesen ganzen Prozess kann ich jetzt halt vereinfachen mit dem NZB Donkey, indem ich hier das Ganze markiere und einfach einen Rechtsklick darauf mache und sage Get NZB File. So, und er versucht jetzt, diese Sachen automatisch zu finden. Das ist der Selected Text. Also den Titel hat er gefunden, ja, passt. Den Header hat er auch gefunden, schauen wir mal, ja, der passt auch. Und auch das Passwort hat er sich hier rausgeholt. Ja, und jetzt kann ich einfach sagen, Get NZB File. Und hier unten ist er jetzt schon grün geworden und wir schauen jetzt mal, was Premiumizer macht. Ich gehe mal in die Downloads und hier sehe ich jetzt, dass Big Bug Bunny runterlädt. Das gleiche probieren wir jetzt nochmal mit einem NZB-Link. Dazu bin ich in dem NZB-Monkey-Thread hier und hier gibt es einen NZB-Link für Ubuntu. Auf den klicke ich jetzt hier einfach mal drauf und auch der wird abgefangen, sehe ich wieder hier unten. Und jetzt kann ich wieder zurück zu Premiumize gehen, kann hier nochmal aktualisieren. Und jetzt sehe ich, dass hier Ubuntu auch das Runterladen anfängt. Ich kann jetzt auch mal hier zum Beispiel Big Bug Bunny aufmachen. Ich sehe jetzt hier, dass er auch erfolgreich entpackt hat, sprich, das mit dem Passwort hat auch perfekt funktioniert. Und ja, wie man es halt von Premiumize kennt, kann ich jetzt die Datei hier direkt runterladen im Browser, kann die mir mit Kodi anschauen. Oder wenn hier das Transkodieren fertig ist, könnte ich jetzt hier auch den Stream direkt anschauen.